Wie sind die Lichtverhältnisse? Ja, auch hier Notstrom, das Licht flackert leicht grünlich, euch schwappt ein Schwall schlammiger Brühe entgegen. Der Eingangsbereich des Forschungshabitats sieht ziemlich verwüstet aus. Zerstörte Sitzecken, Qualm aus den Panels. Es riecht nach kleinen Bränden, aber es sind nur so kleine Brandherde. Anscheinend hat hier die Sprenkelanlage immerhin dafür gesorgt, dass hier nichts größer ausgebrochen ist. Davon rührt wahrscheinlich auch das Wasser, was hier knöchelhoch sich angesammelt hat. Allerdings ist es auch ein bisschen, also es mufft etwas, also es ist wohl nicht nur Sprenkelwasser. Und die Türen der Bereiche stehen alle offen. Also hier hat die Notverriegelung nicht funktioniert. Ihr seht in der Mitte von der Administration eine Wendeltreppe nach oben in die zwei höher gelegenen. Und hier links und rechts findet sich Labor A und B, oben C und D und ganz oben E und F. Aus dem Labor A dringt Lärm. Und zwar Lärm von zerbrechendem Glas und umgeworfenen und hinhergeworfenen Möbelstücken. Da renne ich rein. Also da habe ich Sorge, dass irgendjemand wichtige Forschung zerstört. Ja, in der Halten Tat. Sie ein! Ich versuche, den Doktor am Kragen zu packen. Ich ziehe meine Nerfgun. Immerhin. Der Doktor ist ziemlich geschwind tatsächlich. Du erwischst irgendwo noch seinen Kittel. Aber er ist tatsächlich da geht Forschung verloren, ja, und es ist auch noch A oben drüber, Labor D hat er sich wahrscheinlich eingemietet. Und A gehört natürlich dem Chef der Wissenschaft, Dr. Bruce Bannister. Und ja, Bruce ist gerade total außer sich, ja. Er smasht, er haut sein gesamtes Möbiliar zusammen und wirft irgendwelche Gläser an die Wand und hat die Brille schon verbogen und dann wieder mit so einem Pflaster zusammengeklebt und dann wieder verbogen und ja, hat irgendwelche komischen Algen in der Hand, so fluoreszierende Grüne, die er sich ins Gesicht, also er leuchtet grün und er ist total außer Rand und Band. Kollege, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Was? Sie haben ja bis auf Ihre Hose nichts mehr an. Das Wer ist ja kein sind Zustand. Sie? Schlupfstein. Also, wir haben uns doch auf dem Gang das ein oder andere Mal getroffen. Ach, Tom. Was stimmt Tom, denn mit Entschuldigung. Ihnen? Kann ich auf alte Actionfilme würfeln? nicht? Unbedingt. Ich renne dem Doktor hinterher Ja. Du siehst und das, ja, du siehst den Chef der Wissenschaft total außer sich, ja, er macht hier den Ferrigno, er ist total. Kann ich auf Medizin würfeln, um festzustellen, ob er nur dreht oder ob er irgendwie vergiftet ist? Sehr gerne. Also er hat viele, viele fluoreszierende Algen im Gesicht. Wenn die nicht giftig sind, wer weiß, was noch. 17. Okay, ich hab's geschafft. Du wirst sagen, er hat einen seiner Wutanfälle, die er öfters mal hat, wenn er mit Stevens oder mit Strong streitet. Aber er kommt langsam wieder runter. Meistens schafft das Stroganoff, aber die ist gerade ja nicht da. Und er setzt sich irgendwie auf seinen Hocker und hält sich auch ein bisschen an Tom fest. I see what you did there. Was? Was? Helden e.V., Freunde. Ja, Svenja, Sie sind's. Entschuldigt, das ist total unprofessionell. Aber Monate der Forschung sind einfach dahin durch diesen Kurzschluss oder was das ist. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber es ist alles hin. Bitte, Herr Da Doktor, kann ich beruhigen auch. Sie sich erstmal. Bitte setzen Sie sich, Herr Doktor. Was ist passiert? Wie viele Minuten ist der Vorfall inzwischen her, ungefähr? Ja, ihr seid jetzt schon mindestens eine Stunde hier unterwegs. Ja. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Es gab den Knall, Spannungsüberschuss, dann sind die Sprenkleranlagen angegangen. Irgendwas oben ist explodiert und ich glaube, wir haben irgendwo einen Wassereinbruch. Wahrscheinlich bei Greschev oder so. Und ich kam hier nicht raus. Und als ich zur Rettungskapsel wollte,
Also hier zur Omega, da sehe ich, dass der Entriegelungscode nicht funktioniert. Ja, also ich komme nicht zur Rettungskapsel hin und obendrein hat irgendjemand, der hier vorher war, also einer der Doktoren, an diesem Ding rumgefuscht und sowohl den Code verändert, als auch die Mechanik in irgendeiner Art und Weise. Gut, dass Sie Ihren Hausmeister dabei haben, denn ich habe keine Ahnung, was da manipuliert wurde. Jedenfalls funktioniert die Kapsel nicht. Moment, sonst bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Soll das heißen, wir können uns mit der letzten verbleibenden Rettungskapsel nicht in Sicherheit bringen? Im Moment jedenfalls nicht. Bitte behalten Sie dieses Wissen vorläufig für sich. Ich gehe nirgends. Wie geht es Tascha? Tascha ist wohl auf. Ach, das ist schön, das ist schön. Danke, Neidor. Wer ist sonst noch? Ich meine, ich dachte, ich wäre hier alleine. Ich habe oben geguckt, die eine Schleuse ist zu, also nach oben kommt man nicht mehr, und also ich komme nicht nach oben und in die Rettungskapsel komme ich auch nicht und die Schleuse zum Habitat war auch geschlossen. Ich meine, jetzt ist ja offen, sie sind ja anscheinend hier. Nichts funktioniert mehr hier. Konnten Sie erkennen, welchen Wissenschaftler Sie vorhin gesehen haben? Naja, wenn, dann kann es ja nur entweder der Typ mit seinen Meeresviechern sein oder der ganz oben in F. Simmons, der von, ja, ich weiß auch nicht, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, mehr mit Stupfstein als mit ihm. Ich weiß nur, dass er von dieser großen Energiefirma Enron Oil hierher gebracht wurde und dass sie bezahlen. Und mehr frage ich erstmal nicht nach. Und wie es aussieht, bin ich jetzt allein hier. Wenn ich das vorhin richtig aufgefasst habe, dann ist der Wissenschaftler, der sich mit Meeresgetier befasst, schon evakuiert worden. Habe ich mir das richtig gemerkt? Denn dann bliebe ja nur einer übrig. Huh. Simmons, ja, ja. Gut, dann. Ich möchte mich in dem Raum umschauen, ob ich noch irgendetwas sehe, was entweder gefährlich werden könnte oder halt ein hilfreicher Hinweis für die Situation ist. Also, sowohl gefährlich als auch hilfreich, würdest du sagen, ist das Schweizer Taschenmesser, was da offen rumliegt auf dem Boden. Das hat er anscheinend irgendwie weggeworfen oder so. Das kannst du auf jeden Fall einsacken. Jibui. Sehr schön, dankeschön. Okay, dann nehme ich das Taschenmesser auf und die Wendeltreppe führt nach oben zum Labor F. Genau, da muss man nur durch diese große Schleuse durch, aber die lässt sich manuell öffnen. Also die ist tatsächlich nicht mit irgendwelcher Elektronik. Die ist jetzt zu, aber die lässt sich manuell öffnen. Okay, dann frage ich Dr. Bannister, ob er, Mr. Bannister, gibt es noch irgendetwas, was Sie uns sagen können? Ich brauche unbedingt was zu essen. Was ich sagen kann, ich weiß, dass der Weg zur Minenstation, also zur Bohrstation, komplett verschüttet ist, wenn nicht eingestürzt. Dementsprechend sollten wir die Schleuse zur Bohrstation nicht öffnen. Und was kann ich noch sagen? Ich weiß nicht, wie es oben aussieht. Ich war oben nicht. Ich habe gedacht, ihr vergesst mich und das war's. Okay, Mr. Bannister, wir werden uns um alles Weitere kümmern. Wie sieht es in der Krankenstation aus? Medical Bay. Ich glaube, alles in Ordnung, da habe ich noch nicht gewütet. Die ist direkt nebenan hier, ne? Ja. Echt? Ja, da lass doch mal kurz einen Blick reinwerfen. Vielleicht können wir noch irgendwie so ein Erste-Hilfe-Set abschnappen. Moment, ich bin gerade schon wieder irritiert. Wo ist die Medical Bay? Direkt hier im Anschluss von Administration, also Infirmary, du kannst von der Administration. Ach, genau. Infirmary, okay. Genau, Infirmary. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, den Herrn Doktor zu den anderen in die Lounge zu schicken. Der Airlock ist ja jetzt geöffnet. Ja, dann mache ich das. Danke. Dann, seien Sie vorsichtig da oben. Ja, ich weiß nicht, was dieser Simmons, wenn er noch da ist, vorhat. Ziehen Sie sich etwas an, Herr Doktor. Ja. Die Hose, die ist immer so locker. Und behalten Sie die Systeme im Auge. Ich glaube, die Labore hat es am meisten mitbekommen. Ich weiß nicht, wie Druck und Sauerstoff hier insgesamt ist. Es knarzt die ganze Zeit von außen und kein gutes Gefühl dabei. Gut, dann gehen wir jetzt in die Krankenstation. Und sehen uns da um. Wie sind die Lichtverhältnisse? Brauche ich meine Taschenlampe? Gehen wir uns jetzt erst. Okay. Also genau, die Lichtverhältnisse werden nicht besser.
Ihr seid die ganze Zeit bei, ähnlich wie meine Kamera, bei flackerndem Licht und bei drückender Dunkelheit. Mittlerweile kommt die Feuchtigkeit dazu. Taschenlampe. Bestens. Die ist wirklich hell. Also die hat echt Power und damit seht ihr auch wunderbar. Ja, hier hat es die Schränke geöffnet und Sachen aus den Schränken geworfen. Eine Halogenleuchte schwingt euch entgegen, die es aus der Verankerung geholt hat. Aber ansonsten ist hier das meiste noch an Ort und Stelle. Und ihr könnt auch das, was nicht ins matschige Wasser gefallen ist, bergen und findet schon so ein kleines Medkit, wo immerhin so ein paar Mullbinden, Pflaster und Desinfektionsspray drin sind. Das kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Medkit ist auf jeden Fall nichts für den Veganer. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass das der Hausmeister alles einsteckt in seine Tasche. Okay. Ja, ich sammle das ein. Ja. Ja. ich steck's, also ich verteile es so an meinem Körper. Okay, du hast ja viele Taschen. Ja. Aus der Tasche kommt weiterhin kein Geräusch. Er verhält sich brav. Zeit für ein Leckerli. Gibst du ihm ein Leckerli? Ich bin unsicher. Ich beobachte ihn. Ja, also, nee, ich steck das doch nur so alles ein. Ich pfeife so vor mich hin. Okay, wo geht's hin? Wir gehen nach oben. Ihr drei habt Ebene 1 hinter euch gelassen, steigt die stählerne Wendeltreppe nach oben durch die kleine, schmale Öffnung, ähnlich wie einem U-Boot, und seht vor euch die Schleusentür zu Ebene 2. Und die Wendeltreppe weiter hoch in Ebene 3. Hier seht ihr Labor C und D. Und wie gesagt, hier sind die Schleusen mechanisch und per Hand aufzudrücken mit ein bisschen Kraft. Aber ist machbar. Wollt ihr da rein? Moment, C und D? Müssen wir durch C und D durch, um nach E und F zu kommen? Nein, müsst ihr nicht. Aber wisst ihr nicht, wo das letzte Lebenszeichen. Danke, Hima Masami. Ja. Dann gehen wir in das Labor. Svenja greift an ein Rad, Fritz wahrscheinlich ans andere. Und in dem Moment, wo du drehen willst, hörst du ein. Ja, das, was ist denn hier mit dem Rattelbus? Hören Sie das? Auf meinen Magen. Ich zieh mal. Dieses Ei. Ich zieh mal in mein cooles Leatherman-Tool raus. Hä? Ich hatte gerade der echte Hund hier auf der Tür. Da ist er noch! Kein Scheiß! Noch Finger! Stecken wieder in die Tasche, schnell! Ja, ich hau mit Mr. meinem... Mr. McGaffin? Ja, ich hau mit meinem Leatherman-Dings oder Gerber, ne, mit meinem Multitool, hau ich wie ein Bekloppter auf diesem Rad rum. Ding, 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 ding. Ja, komische Geräusche, komische Geräusche. Mr. McGuffin? Ja, bitte? Was verstecken Sie von mir? Nichts. Ich möchte auf Menschenkenntnis nochmal wissen. Jetzt lassen Sie den Mann doch seinen Hund, seinen Privatkram. Du kannst gerne nochmal würfeln, du kriegst etwas erleichtert um 10. Warte mal, um 5. Schön, um 5 erleichtert. Beobachtet sie mich dabei? Sie schaut dich gerade total durchdringend an, als wärst du der Attentäter und Übeltäter. Scheiße, ich nicht gut. 63. Achso, du hast mir um 10 erleichtert. Ja, dann habe ich es geschafft. Um 5 erleichtert, schön. Ah, okay. Ja, dann habe ich es trotzdem geschafft. Ich habe genau 63. Okay, Schawitz. ja. Du würdest sagen, wenn du jetzt nicht durchziehst und bestehst, dass er zeigt, was in seiner Tasche ist, dann ist hier die ganze Sache sowieso in Gefahr. Gut, dann werde ich ihn jetzt, dann mache ich ihn darauf aufmerksam, dass ich körperliche Gewalt anwenden werde, wenn er mir jetzt nicht in der Tasche ist. Okay, ich möchte bitte Menschenkenntnis würfeln, ob sie das macht. Ja. Also ob sie nur... Ja. Mich zu würfeln?
25. Ich stelle mich hinter Fritz. Ich stelle mich hinter Fritz und mache ein Foto von Svenja. ja, die meint es ernst, wenn du nicht sofort zeigst, was in der Tasche ist. Ich überlege kurz, wie stark so eine Nerfgun ist, wenn man sie genau ins Auge abfeuert. Aber ja. Ja, also. Ja, ist eine schwierige Geschichte. Also, Frau Staatsgewalt, waren Sie mal verheiratet? Nein, ich war nie verheiratet. Ja, dann können Sie das schwer nachvollziehen, weil so eine Scheidung, die nimmt einen mit. Und manchmal ist das auch einfach schwierig. Und dann mache ich meine Tasche auf und hol so erstmal eine Angelrute raus, weil du hast auch eine Angelrute mit Köder bekommen. Ach so, und die okay. ist die ganze Zeit schon in deiner Tasche. Jetzt kannst du sie auch nutzen. Okay, und neben der Angelrute mit Köder hol ich so den Hund raus und halte ihn hier so hin. So, oh, vorsichtig. An Köder hängt ein kleiner Chihuahua. So, guck der. Weißt du, wenn du den Mops dabei gehabt hättest, dann wäre Sven ja wahrscheinlich sofort verliebt gewesen, aber so ein Chihuahua, nee. Ja, und der knurrt auch sofort. Ja, ist gut, Odin ist gut, das ist gut. Ich setze ihn auf die Erde und lasse ihn rumwuseln. Ich jag seinen Schwanz. Ich bin super wütend und überlege, den Hausmeister anzuschreien und besinne mich eines Besseren, weil ich kann jetzt nichts daran ändern. Ja, das kannst du nicht. Ist mir zugelaufen hier. Ist mir hier zugelaufen. Ein Seehund. Du siehst vielleicht noch neben dieser Schotttür, die ihr gerade öffnen wollt, siehst du nicht rauchen und keine Hunde. Ansonsten ist alles erlaubt. Und keine Skateboards. Und du siehst, Eis. Wie sich dieser blöde Hund gerade eine Kippe anzündet. Nein. wie mit dem Eis auf dem Skateboard da durchfährt. Also ich bin mega wütend. Ja gut, also jetzt Frau Staatsgewalt, also da müssen wir jetzt mal, also das muss ja auch keiner wissen. Hausmeister, ich hoffe, Sie haben eine Leine dabei. Sie werden den Hund nicht zurück in Ihre Tasche stecken. Das ist absolut Vergewaltigung, oh mein Gott, nein, das ist absolut Tierquälerei. Sie können das dem armen Tier ja wohl nicht antun, dass er die ganze Zeit in Ihrer Tasche ist. Wissen Sie eigentlich, die Hunde brauchen Auslauf und frische Luft. Sie können doch den armen Hund nicht hier auf einer Forschungsstation behalten. Ja, Frau Poklonskoja, haben Sie nicht plötzlich erst ein Seil aus der Tasche rausgenommen? Vielleicht war das ja eine improvisierte Leine. Wenn Sie die zurückgeben würden, dann hätte doch der Herr, MacGuffin was, um sein Hund zumindest draußen mitzuführen. Damit wir endlich mal hier vorankommen. Ich muss in mein Labor und Sie beiden stehen hier und starren sich an. Ja, das okay. ist ja eine Option. Also der ist sehr führig. Der Odin ist super führig. Also der ist auch super, super dressiert. Okay, dann hole ich meinen Seil wieder raus. Ja. Und kann ich Odin anleinen? Ja, ich nehme das. Ich mach das schon. Kann ich versuchen, Svenja zu täuschen? Darf ich da mal drauf würfeln? Ja, was hast du vor? Klar. Ich möchte ihr erklären, dass das ein ausgebildeter Kampfhund ist, mit dem sie es da zu tun hat. Und dass der sehr, sehr nützlich ist für uns. Mexikanische Kampfhunde. Ja, 88. 42. Ja, okay. Als Biologe kannst du jetzt erzählen, was das ist für ein kleines Tier. Und er gebärdet sich auch so. Die Augen riesengroß mittlerweile. Der ist ja soll Frau, ich das mit Menschenkenntnis dagegen haben? Nee, Hundekenntnis. Ja, als der Doktor. Biologe ist das doch völlig augenscheinlich, mit welcher Art Hund wir es hier zu tun haben. Wenn Sie da die spitze Schnauze sehen, die scharfen Zähne, das ist ein eigens dafür gezüchteter Kampfhund, der jeden Dobermann in den Schatten stellt. Ich weiß zwar nicht, womit der Herr MacGuffin ihn gefüttert hat, dass er hier unten Ruhe gibt, aber solche Exemplare sind sehr, sehr nützlich bei Schutz- und Rettungsmissionen. Ich möchte also davon absehen, den Hund zurückzulassen, und möchte auch, dass der hier entsprechend... Ich wollte den Hund nie zurücklassen. Ich wollte nur, dass Mr. MacGuffin ihn nicht zurück in seine Tasche steckt. Natürlich werden wir den Hund mitnehmen. Ich bin auch kein Unmensch. Aber dann ich sage... zurück. Wir... Also, bitte. Dann lassen wir den Hund doch vorgehen. Ja, so also müssen wir auf jeden Fall jetzt... Wie hoch ist das Wasser und... Also nicht, dass also ich jetzt sage, der muss da vorgehen. Die Schotttür noch zu, also unten war ja nur knöcheltief sozusagen. Wenn der Hund jetzt angeleint wird.
Ja, ich würde den mit, also ganz locker, ne? Also der hört ja auch gut und vor allem, der ist ja auch winzig. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht ein unterarmdickes Tau. Nö, das ist ein normales kleines Seil. Okay. Da kann man. Soll ich denn verantwortlich sein, dass der jetzt ertränkt wird, weil das Wasser schon so steht? Also momentan ist er auf der Treppe sowieso nicht, wo ihr gerade seid. Gut, Hund wird angeleint und dann öffnet ihr die Schotttür zu C und D in der Hoffnung, dort etwas zu finden. Und es scheint hier deutlich mehr Wassereinbruch zu geben, denn es schwappt euch hier eine bräunliche Brühe entgegen, die sofort den kleinen Odin auch umspült. Oh. Noch steht also die Ohren nach hinten und dann machst du irgendwie flupp und gut, dass du ihn an der Leine hast, weil sonst wäre die Treppe wieder runtergespült worden. Auf der Etage haben wir auch zwei große Labore. Und Daniel, vielen Dank für die 10 Euro. Ja, hat sich auch ein Doktor einquartiert und das Wasser steht euch jetzt schon knapp über den Knien. Ja, und wir haben im Hintergrund gerade besprochen, ich bin Stanislav Lee. Oh, ich muss mich mal gerade hier muten. Der Teil vom Helden e.V., der gerade mitgespielt hat. Und ich wollte mich einmal bei allen bedanken, die so super, super viel Geld gespendet haben für den Verein. Und nutze jetzt einfach mal die Chance, um ja ganz kurz zu erzählen, was wir machen. Wir bieten Seminare an gegen Rassismus und Cybermobbing an Schulen und ja, wen interessiert, welche Folgen und ja, wie Mobbing in Schulklassen so aussehen kann, dem empfehle ich gerade einfach mal nach dem Hashtag BullyMe zu googeln, also Hashtag BullyMe. Wir haben auch bei Facebook unter Helden e.V. ein bisschen was dazu geteilt und ja, uns erreichen super regelmäßig Anfragen von Schülerinnen und Schülern, die um Hilfe bitten im Grunde, ob wir denen helfen können. Und ja, dafür haben wir dann oftmals keine Gelder. Und die Spenden, die heute zusammengekommen sind, die nutzen wir, um an die Schulen zu fahren, von den Leuten, die sich bei uns melden und dort Workshops zu geben. Und ja, die Idee von den Workshops ist, dass wir den ja, Schülerinnen und Schülern erlebbar machen, wie überhaupt Cybermobbing und wie überhaupt Rassismus entsteht. Die bekommen, es gibt so verschiedene sozialpsychologische Effekte, sag ich mal, die generell zu diesen Effekten führen. Und wenn man im Vorfeld weiß, wie so etwas entsteht, kann man sich, wenn sich in der Klasse eine Norm- und Werterahmen entwickelt, der so aus dem Rahmen fällt, ja, dann kann man im Grunde was dagegen tun. Und ja, ich sag mal, das ist das, was wir aktuell da gerade machen. Ihr könnt auch gerne, ich sage jetzt mal gerade im Fehlefranz-Chat bin ich drin und auch in dem anderen Fragen stellen. Ihr könnt natürlich auch bei mir im Chat Fragen stellen und ich lese sie dann vor. Ich kann das. Ich habe leider keine Katze, mit der ich kuscheln kann während der Streampause. Also ja, genau. Und ich sehe da gerade unseren Patreon-Link. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr ein Video sehen, was ein bisschen beschreibt, was unsere Seminare machen. Das sieht fein aus, Franz. So, da bin ich wieder. Das sieht sehr lecker aus, Franz.
Ja, es ist hier heimlich hingestellt worden. Ich bin sehr begeistert. Cool. Oh, ist der Ingwer. So, also Ben hat ja jetzt gerade mit seiner Katze gekuschelt in der Zwischenzeit. Hast du auch mal vielleicht jemanden, den du uns zeigen möchtest? Henry! Stinkwürfel! Genau, ich werde gerade nochmal gebeten, zu sagen, dass ihr natürlich wisst, alles Geld, was jetzt hier zusammenkommt, nutzen wir, um die Seminare an Schulklassen zu verwirklichen. Also wir haben jetzt besonders vor den Sommerferien und jetzt nach den Sommerferien auch nochmal kamen sehr, sehr viele Anfragen. Wir haben aktuell 53 Schulen auf der Liste, aus denen sich verschiedene Schüler gemeldet haben. Und genau, jeder Euro, der hier genutzt wird, wird direkt in die Seminare umgesetzt. Darfst du erzählen, an welchen Schulen du schon mal warst? Ich darf, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wo richtig akute Problemfälle waren. Das ist nicht ganz fair den Schulen gegenüber. Aber ich kann sagen, dass wir ungefähr 200 Seminartage, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, pro Jahr haben. Wow, 200 Seminartage, das ist eine ganze Menge. Ja, also das Team... Ich habe mich schon mal bei mir an der Schule war, also an meiner alten Schule. An welcher alten Schule oder an welcher alten Schule warst du denn? Ich schreibe es dir nachher, weil ich glaube, ich möchte nicht, dass jeder weiß, wo ich bin. Ja, kein Problem. Ich sag dir noch. Ja, und ich sag mal so, wenn jetzt jemand eine Spende macht und sagt, okay, ich habe deine Schule im Sinn oder ich habe irgendwie auch Probleme an meiner Schule, schreibt uns einfach über Helden e.V. bei Facebook einfach eine private Nachricht oder über info@helden-ev.de und dann versuchen wir auch an der Schule was zu verwirklichen. Es kann ja durchaus sein, jeder sechste Schüler ist Opfer oder war schon mal mindestens Opfer von Mobbing. Und ja, das heißt, es werden auch einige im Chat sein. Erstmal hallo Sven. Ja, hi. Wir hören uns jetzt das erste Mal. Du warst ja heute Abend noch nicht dabei. Ja, war nur so ein komischer Typ. Es sind gerade nochmal 50 Euro von Papa La Papi reingekommen. Jetzt kann ich mich ja auch live bedanken. Danke, Papa La Papi. Das hat uns über die 300 gekickt. Sehr, sehr cool. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für deine Arbeit oder für eure Arbeit. Wie lange macht ihr das schon? Wir haben den Verein im November 2015 gegründet und ja, damit jetzt fast 3 Jahre. Wahnsinn. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es zu meiner Zeit sowas gegeben hätte. Ich glaube, ich überlege, ob ich das in Anspruch genommen hätte. Also oder... wir haben ganz, ganz viele, die äußerst skeptisch sind. Nee, und... es geht nicht um skeptisch, sondern ob ich mich das getraut hätte. Oder ob ich mich dann noch mehr als Opfer gefühlt. Also es ist ja die ganze Klasse. Wir machen Seminare mit der ganzen Klasse und die Idee ist, dass wir alle, wir arbeiten gar nicht mit den Tätern, wir arbeiten auch gar nicht so richtig mit den Opfern, sondern wir arbeiten überwiegend mit allen anderen, die dabei sind, damit, die nennen wir Bystander, dass im Grunde die Leute, die dabei sind, in einer Situation, die Potenzial bietet, um eine richtige Mobbing-Situation zu werden, einzuschreiten und dann zum Beispiel zu sagen, ey Ralf, es reicht jetzt, wir wissen, wie Mobbing entsteht, wir haben uns darauf geeinigt, wir haben keinen Bock auf den Mist, jetzt mal in Anführungsstrichen, hör auf damit. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also wir kriegen, wie ihr eben schon gesagt, viele Hilferufe, aber wenn ihr ein bisschen runterscrollt bei unserer Helden-Facebook-Seite, seht ihr auch, dass wir auch Mails und Nachrichten mittlerweile von Schülerinnen und Schülern kriegen, die sich bedanken und sagen, es hat wirklich was in unserer Klasse verändert. Und das Schöne ist, alle Klassen, bei denen wir jetzt bis jetzt waren, haben nochmal erneut ein Seminar dann in Anspruch genommen. Also die Lehrer mit der neuen Klasse immer wieder. Also es scheint zu funktionieren. Sorry, ganz ehrlich. Cool. Der Chat hat jetzt gerade zweimal gefragt, wo euer Einzugsbereich so ungefähr ist. Seid ihr nur hier bei uns in der Nähe von Bielefeld oder seid ihr auch weiter weg? Nein, also wir sind ganz deutschlandweit unterwegs. Uns hat jetzt letztens eine Anfrage erreicht, ganz aus dem Osten von Deutschland. Ich glaube, bei Görlitz oder so, das ist natürlich für uns ein bisschen schwieriger. Aber ich sag mal, NRW, Hessen, Niedersachsen ist gar kein Problem. Und München, Bremen waren wir auch schon. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Und von dem Geld, was wir jetzt hier groß spenden, könnt ihr eure Reisekosten dann mitbezahlen, oder? Oder müsst ihr die selber tragen? Nein, nein. Also es ist so, dass unsere Trainer kriegen, also die Trainer kriegen natürlich Geld dafür, oder Trainerinnen und Trainer. Und ja, das ist das Geld, was die Trainerinnen und Trainer kriegen. Die Materialkosten und die Reisekosten. Der Verein verdient bei den Spenden nichts. Der Verein verdient nur Geld über Direktbuchung bei Schulen. Wir haben gedacht, wir können einfach irgendwie schlecht damit leben, dass Leute spenden und dann
Der Verein davon lebt, wir bezahlen uns von anderem Geld. Ah, okay. Na dann. Aber trotzdem cool. Ja, und es ist natürlich. Ja, und es ist natürlich cool, dass die Donations zum einen sich in der realen Welt auf zukünftige Heldinnen und Helden auswirken und ja auch hier im Chat einen direkten Einfluss auf die Helden haben, die hier sitzen. Also nochmal vielen Dank an euch vier und auch an die Leute im Hintergrund, das sind die einige, ich bin ja auch in diesen Hintergrundchats mit drin, auch an die Leute gerade im Stream, da machen gerade eine ganze Menge Leute einen echt guten Job.